Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect. Und ich hatte gerade schon mal ein paar Minuten aufgenommen, aber irgendwie habe ich die Aufnahme pausiert oder so. Ja, und dann ja, habe ich halt nochmal hierher geladen. Wir sind nicht weit gekommen, haben nicht viel gemacht. Ja, wir haben jetzt in der letzten Folge... Ich hatte mich erst gewundert, warum wir hier sind. Aber wir haben ja Tali gerettet und... Ja, haben da Beweise gefunden gegen Zahn, den Lutscher. Dass der halt auch ja, schmutzige Sachen macht. Und ja, dann bin ich hier runtergelaufen. Achso, und kurz in die Option, ins Tagebuch haben wir geguckt, beziehungsweise ich habe reingeguckt und festgestellt, wir haben noch Dinge zu erledigen. Raus, der hat wohl keinen Bock auf uns. Und hier ist er hier jetzt. Entschuldigung, Commander Shepard. Hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Nee, also ja, eigentlich schon. Das ist nämlich hier der Samet Spatia, der Frau von der irgendwas Spatia. Das hat man nämlich schon. Das Doofe ist... Oder was heißt doof? Varus, Alter, was ist denn los mit dem? So, hier. Warte mal. Kuh war das. Mit Entschuldigung, Commander Shepard. Hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für mich? Nö, im Moment nicht. Sorry. Ich muss erst Nebenquests machen. Junge, kannst du keinen Türknopf bitte... Junge, hallo, komm doch mal mit. Die Botschafter haben diesen wunderschönen Park, um darin zu relaxen. Allerdings sind die meisten zu beschäftigt, um ihn überhaupt zu nutzen. Ja. Entschuldigung, Commander Shepard. Nein, Mann. Hätten Sie vielleicht einen Augenblick kein Geld Zeit für dich. Mich? Jedenfalls ist die Quest mit ihm... Naja, ich weiß nicht, ob es einen großen Unterschied macht, aber jedenfalls will ich eigentlich mit der... Ashley, mit der Ashley Williams... Die hat da auch noch ein paar Gespräche. Das finde ich halt ganz cool, wenn man so die richtigen Leute mit hat. Die quatschen halt so anderen Sachen noch immer was. Aber da wir die im Moment jetzt nicht mithaben, hat er Pech. Muss er warten. Doof ist, gibt es ja auch bei manchen Spielen, dass da ist halt irgendeine Quest und wenn man die nicht macht oder noch nicht macht oder zu lange braucht, ist die Quest halt einfach weg. Bei sowas könnt ihr dann richtig abkotzen. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich wollte jetzt zur Konsortin, da haben wir nämlich auch noch eine Aufgabe zum Abgeben. Beziehungsweise zum Beenden, sozusagen. Ich weiß noch gerade gar nicht, wo wir da hin müssen. Hier jedenfalls nicht lang. Ach so, ich... Naja. Genau, die Konsortin. Ey. Und dann habe ich schon wieder vergessen, was es noch alles war. So, was war denn das hier? Ja, ja. Achso, die Reporterin, genau. Das will ich erst später machen. Das ist ein Selbstläufer sozusagen. Hier müssen wir noch sammeln. Das und das gehört nicht mehr hier dazu. Jo. Aber ich glaube, dass wir hier noch ganz viele Quests nicht haben. Nicht haben. Ne, wir sind ja falsch. Ja, einfach so nach vorne guckt, wo da gar nichts ist. Gemächer der Konsortin, da wollen wir hin. Guten Tag, ich bin Commander Shepard, man kennt mich hier. Ja, genau. Ja, genau. Es ist schon lange her, ich kann mich kaum noch erinnern. Warum bist du zur Zitadelle zurückgekehrt? Das Gespräch kennen wir doch aber schon. Ich weiß es nicht genau. Es klingt seltsam. Oh, die redet aber laut. Die habe ich bisher her. Nein, nicht seltsam. Viele von uns sind wenig. Aber du bist die Hallo, erste, ich habe wieder Sachen. Commander, ich habe gerade eine reizende Nachricht von Septimus erhalten. Danke, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Sogar der Elkor-Diplomat hat seine Kampagne gegen mich abgesagt. Es war mir eine Ehre, Ihnen zu helfen. Sie sind sehr freundlich, Commander. Aber Sie sollen mir nicht allein aus Freundlichkeit geholfen haben. Ich kann Ihnen noch etwas anderes geben, falls Sie Interesse haben. Ja, logisch. Es wäre mir eine Ehre. Mein Geschenk besteht aus Worten. Eine Bestätigung dessen, wer Sie sind und was aus Ihnen wird. Ich sehe, dass Ihnen Ihre Uniform passt, als ob Sie in sie hineingeboren wurden. Sie sind ein Soldat, durch und durch. Stolz, eigenständig, einsam. Aber es gibt Ihnen Stärke. Diese Stärke zieht andere in ihren Bann.
Darum sind sie der Anführer, dem die anderen ergeben folgen. Diese Eigenschaften werden sie in den nächsten Kämpfen brauchen. Das ist es, wer sie sein könnten, aber nicht, was aus ihnen wird. Es ist nur die Grundlage für ihre glorreiche Zukunft. Denken Sie an diese Worte, wenn Sie einmal zweifeln sollten, Commander. Hat sie mir das nicht schon mal gesagt, sag mal? Kennen wir das nicht schon? Sie haben ein ganz besonderes Talent, Shahira. Ich danke Ihnen. Das weiß nicht jeder derart zu schätzen wie Sie. Sie dürfen die Macht der Worte nicht unterschätzen, Commander. Hier, Commander, als Belohnung für Ihre Bemühungen um den Elkor-Botschafter möchte ich Ihnen dieses kleine Schmuckstück schenken. Was ist das? Ein kleines Geheimnis. Ich habe nie erfahren, zu was es gut ist, aber ich fühle, dass jetzt die Zeit gekommen ist, es weiterzugeben. Und jetzt muss ich Sie bitten zu gehen. Ich habe alles für Sie getan, was in meiner Macht stand. Und denken Sie an meine Worte, Commander Shepard. Sie werden Ihnen Stärke geben. Mann, ich versuche gerade eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben und der macht jedes Mal aus sich, macht denn dich. So. Ja, jetzt schick's halt ab. So. Gut. Ja, toll. Dann zweimal die hier eine Aufgabe beendet und jedes Mal denselben Scheiß bekommen. Oder hat er. Hat er das nicht gespeichert? Doch, wir haben ja Tali. Wir haben Huch. Warte mal. Wenn ich jetzt hier gucke, 4 Stunden, 4,4. Und hier wird es schon wieder weniger. Nö, das ist eigentlich schon der richtige Speicherstand. Und wo haben wir das denn jetzt auch abgeschlossen, endlich mal? Jo. Komisch. Ja, keine Ahnung. Irgendwie. Wenn ich das jedes Mal sage, dann ist es so ein bisschen. Ups. Sorry. Ich wollte mal alle erschrecken. Hä, den hatten wir doch aber auch schon. Ich werf das gerade nicht. Das ist eine Scheiße. Ich glaube, in die. Zur Klinik wäre dann eigentlich am besten. Gibt's auch eine. Was? Eine nicht-medizinische Klinik? Muss ich jetzt mal so dumm fragen. Welche medizinische Klinik? Doch, den hat man. Ich bin mir aber relativ sicher, dass man den auch hat. Das Schiff ist zwar auch schon vorhin vorbei, aber vielleicht fliegt das hier mal so seine Runden. Da drüben steht sie noch. Man könnte meinen, die haben alle mal nichts weiter zu tun, außer ihre Aufgabe. Es ist noch größer, als es von hier aus aussieht. Woher willst du das wissen? Ich habe eine Besichtigungstour gemacht. Ich war einer von 500 Gästen, die sich die Ascension ansehen durften. Wirklich? Die Tour ging über 6 Stunden und wir haben nur ein Zehntel des Schiffes gesehen. Ich habe sogar den Commander getroffen. Die Matriarchin Lidania? Du hast sie getroffen? Mit einem Stein. Sie hat die ganze Tourgruppe begrüßt, aber ich stand ziemlich nah an ihr dran. Mann, schau dir dieses Schiff an. Man muss schon bescheuert sein, sich damit anzulegen. Stimmt. Die Ascension hat fast so viel Feuerkraft wie die ganze Asari-Flotte zusammen. Hoffentlich muss sie sie nie einsetzen. Ja, kommt halt auf das Gegnerschiff drauf an, ne? So, Emily. Man erzählt sich von ihren Aktivitäten. Glückwunsch, dass sie Fist ausschalten konnten. Ich bin mir sicher, dass er tief in etwas hier verstrickt war. Haben Sie in seinem Büro etwas gefunden, das mir helfen könnte? Den haben wir ordentlich gefistet, den Fist. Nö. Ich habe nichts gefunden, deswegen spreche ich auch mit Ihnen. Diese OSDs könnten ein paar Informationen für Sie enthalten. Sie haben Fist-Dateien? Das könnte noch interessanter sein, als ich hoffte. Hier, bitte, Commander, für Ihre Mühen. Oh, ich kann hier sogar was raushandeln. Was wäre Ihnen eine zukünftige Zusammenarbeit wert? Zum Beispiel ein Interview nach meiner Untersuchung. Ein Exklusivinterview? Sie werden zuerst allein mit mir sprechen? Das sollte einiges wert sein. Darauf gebe ich gerne einen Vorschuss. Hier, bitte.
Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss jetzt diese Disks überprüfen. Ja, gut. Wir müssen ja nicht zusagen, das ist ja nichts Schriftliches. Warte mal, im Flux war da auch noch ganz viel. Oder ein bisschen zumindest. Ach, ich finde das so schlimm. Also auf der einen Seite finde ich es cool, auf der anderen Seite finde ich es schlimm. Hier kann man so wahnsinnig viel machen. Man kann stundenlang in dem Spiel verbringen, ohne die blöde Citadel zu verlassen. Aber man will ja auch vorankommen. Eigentlich. Ach, der ging jetzt zum Rad. Wir schlagen da mal ein Rad. Turm? Ich glaube zum Turm. Könnte aber sein, dass es wieder falsch ist, weil ich irgendwie immer zum Turm will. Nee, ich bin richtig. Krasser Sheet. So, dann bringen wir den mal zum Fall. Na los. Udina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Ich erkenne die andere Stimme, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Geth-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Die Geth glauben, Reaper sind Götter. Und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach. Deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Das ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen, und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Geth benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht, warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Geth gefügig zu machen. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass er sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Geth davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Ich kann Saren erledigen. Der Commander hat recht. Es gibt einen Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Sie müssen keine Flotte in die Traverse schicken und der Botschafter kriegt seinen menschlichen Spectre. Alle sind glücklich. Commander Shepard, vortreten!
Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die, die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in Ihren Händen. Sie sind der erste menschliche Spectre-Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Ich bin geehrt, Ratsherr. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Was ich nur seltsam finde, was sich eigentlich fast das ganze Spiel hindurchzieht, die sagen, ja, wir haben ihm seinen Spectre-Status aberkannt und er hat keine Mittel mehr, scheinen aber nicht zu jucken und irgendwie hat das niemand mitbekommen. Ich weiß nicht, warum sie da nicht irgendwie ein Memo an alle schicken und sagen, hier, Mensch, Extrablatt. Saren ist kein Spectre mehr, der ist ein Huso. Weil alle sagen, hey, was? Saren ist doch ein Spectre, ist doch alles noch easy. Alles noch in Ordnung. Da muss man ständig seinem Scheiß hinterher räumen. Ich tipp's völlig nicht von denen. Ich werde ihn finden. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Okay, das war schnell vorbei. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Zitadell-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbarer. Er hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Er muss an vieles denken. Los! Bin direkt hinter Ihnen, Shepard. Spectre-Bono, Spectre-Training und Schmeicheln einschüchtern, keine freigeschaltet. Yay! Ich glaube, wenn man Ashley dabei hat oder Kaidan, einer von beiden sagt, glaube ich, dass er ein Arsch ist. In all den Jahren bei der Sicherheit hatte ich nie die Gelegenheit, einer Zusammenkunft des Rats beizuwohnen. Das Tolle ist ja auch, man steht hier so. Gut, da stehen jetzt auch wieder welche. Ich weiß nicht, irgendwie war das komisch. Man trägt hier so alles vor und sagt, ja, Saren ist ein Arsch, machen Sie da was dagegen? Ja, na gut, okay. Und dann, wir wollen Sie nicht als Spectre haben und dann doch. Und dann wird hier das voll episch aufgetischt, die laufen ihren Text runter. Auf einmal sind ganz viele Leute. Als ob die also auf ihren Terminal rumgeklickert haben. Und gesagt, ja, hier, Mensch, Leute, kommt mal her. Hier passiert was. So, erstmal hier reingucken. Wir sehen das Spectre-Training. Elite Agenten des Rats haben Zugang zu einem Spezialausbildung, die sonst nirgends in der Galaxie angeboten wird. Verbesserte Gesundheit, Präzision und die Effizienz aller Angriffe und Fähigkeiten. Vielleicht die Fähigkeit Einigkeit. Was macht das? Lässt totes. Ach so, ach ja. Dann würde ich hier doch gleich mal zwei draufhauen. Damit wir das dann nämlich später auch noch haben. Jo, endlich mal ein Spectre. Zeit wird's. Ach, ich kann ihm ja jetzt helfen. Nein, ich warte darauf, mit einem der Botschafterassistenten sprechen zu können. Sprich doch mit mir. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer neuen Position als erster menschlicher Spectre-Commander. Sie werden Ihre Sache ganz sicher gut machen. Ich weiß das zu schätzen. Mein Name ist Admiral Kahoku. Es ist höchste Zeit, dass die Allianz einen unserer Leute als Spectre abstellt. Wir brauchen Leute wie Sie, die sich um unsere Probleme kümmern. Was für Probleme, Admiral? Ich werde von bürokratischen Arschlöchern festgenagelt. Nichts Neues. Vielleicht können Sie mir helfen, Shepard. Eines meiner Aufklärungsteams sollte seltsame Aktivitäten in der Traverse untersuchen. Wir haben gestern den Kontakt verloren. Und jetzt bekomme ich keine Genehmigung für eine Untersuchung, weil es auf einmal Sperrgebiet ist. Aber das gilt nicht für Sie, Shepard.
Spectres können überall hingehen. Sie könnten herausfinden, warum der Kontakt zu meinem Team abgerissen ist. Ich finde Sie, Admiral. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich hatte keine andere Option mehr. Ich werde hierbleiben und versuchen, durch die offiziellen Kanäle etwas herauszufinden. Allerdings mache ich mir diesbezüglich keine Illusionen. Das ist auch krass, Schmerz. Ich werde die letzten Standortdaten meines Teams auf Ihr Schiff hochladen. Vielleicht finden Sie etwas heraus. Er ist ein Admiral, ja, und kann nichts rausfinden oder nichts unternehmen. Ich glaube, das war auch eine ganz komische Quest und irgendwann hat er irgendwas mit Lazarus zu tun. Quatsch, mit Cerberus, die dann im zweiten Teil. Das ist lächerlich. Die Strüppen ziehen. Volus werden dem Rat ewig nicht beitreten. Da bin ich mir nicht so sicher. Hoffentlich geht es ihm gut. Na gut, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Ich sage danke fürs Zusehen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Die Ursprungswelt der Kroganer war eine lebensfeindliche Biosphäre. Vor der Erfindung von Schusswaffen starben die Kroganer am häufigsten als Beute für Raubtiere. Danach starben sie am häufigsten an Schusswaffenverletzungen. Als die Salarianer sie entdeckten, befanden sich die Kroganer gerade in einem Überlebenskampf in einem selbstverschuldeten nuklearen Winter. Die Salarianer leisteten den Kroganern kulturelle Unterstützung und lehrten sie Herstellung und Umgang mit moderner Technologie, damit sie als Soldaten in den Rachni-Kriegen eingesetzt werden konnten. Außerhalb der feindlichen Lebensbedingungen ihrer Heimatwelt vergrößerte sich die Bevölkerungszahl der Kroganer unerwartet rapide. Sie besiedelten die benachbarten Welten, ungeachtet der Tatsache, dass diese Welten bereits bewohnt waren. Die kroganischen Rebellionen dauerten fast ein Jahrhundert an und endeten erst, nachdem die Turianer eine von den Salarianern entwickelte Biowaffe zum Einsatz brachten und damit allen kroganischen Widerstand brachen. Der sogenannte Genophage bewirkte, dass nur einer von 1000 kroganischen Säuglingen überlebensfähig war und dieses Volk heute vom Aussterben bedroht ist. Die Kroganer haben seitdem Ressentiments gegenüber allen anderen Völkern, insbesondere aber gegen die Turianer. Thank you.